Bei dieser Safe-Übung zeige ich euch jetzt drei Wege, um erfolgreich und besseres Safe zu spielen. Ja, die erste Variante ist im Prinzip der Klassiker, dass man Weiße und Eins spiegelt. Das heißt also, die Eins geht auf die eine Seite des Tisches und die Weiße auf die andere Seite. Die zweite Variante ist dann dünn über zwei Bahnen die Weiße nach oben schicken und die Eins unten an der kurzen Bande halten. Und die dritte Variante, die wird mit Konter-Effet gespielt, um die Weiße an der ersten Bande zu bremsen und die Eins nach oben rollen zu lassen, um viel Wegstrecke zwischen Weißer und Objektkugel zu machen. Ich starte jetzt als erstes mit der Variante 1. Da geht es darum, den Einserball auf die lange Bande zu bringen oder an die lange Bande zu bringen, um die Weiße praktisch zu spiegeln auf die andere Seite. Da schon mal der Tipp. Je dünner ich diesen Ball spiele, desto direkter ist der Weg zur Bande und wird dadurch die Weiße länger werden. Das heißt, das werdet ihr relativ schnell merken beim Training, dass der Effekt des Effets bei Saves ganz, ganz elementar ist, weil man natürlich dadurch die Winkel besser korrigieren kann. Das heißt, wenn ich den Ball jetzt halb voll spiele und ich würde ihn ohne Effet spielen, dann sieht man, dass der auch schon relativ schnell und lang wird. So, wenn ich denselben Ball jetzt auch halb voll spiele, und gib jetzt so ein lederbreit rechts Effet, dann seht ihr schon den riesen Unterschied. Das heißt, jetzt habe ich die perfekt aufeinander gestellt. Sie spiegeln sich. So kann man das wunderbar dosieren. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen probieren. Aber das ist praktisch der erste Vorschlag als Lösungsansatz. Dann kommt der zweite Lösungsansatz. Das ist der Ball, wo es darum geht, den Ball ganz dünn auf der linken Seite zu treffen. Also ganz dünn auf der Seite. Und die Eins im Prinzip Richtung Bandenmitte zu schieben und die Weiße über zwei Bahnen hoch ins Kopffeld. Da muss man sich jetzt mal so ein bisschen lang machen als Rechtshänder, sonst zur Not auch eine Oma nehmen. Und dann kann man die Weiße im Prinzip schön nach oben bringen. Der war jetzt schon eigentlich ein Tick zu dick, den kann man noch dünner treffen. Ich mache es gerade nochmal. War immer noch okay, aber war noch nicht perfekt. Der ist besser und so hinterlasst ihr im Prinzip euren Gegner wirklich nur einen schweren Banker oder halt auch wirklich herausfordern, ein Gegensafe zu spielen. Und das ist ja genau der Moment bei Safe-Spielen, wo der Schlagabtausch entsteht, wo man ein Duell praktisch hat. Die dritte Variante ist der Ball mit Konter-Effet. Das heißt, jetzt ist das Ziel, die Eins über eine Bande nach oben laufen zu lassen und die Weiß im Prinzip hier durch das Konter-Effet zu halten. Wenn ich jetzt kein Konter-Effet geben würde, würde die Weiße auch wieder rauslaufen. Also dementsprechend jetzt halb voll anspielen und ein gutes lederbreit rechts Effet und schön locker praktisch die Eins nach oben rollen lassen und die Weiße habt ihr schön im unteren Bereich gehalten. Ja? Das sind praktisch die drei möglichen Varianten und die trainiert ihr jetzt im Prinzip aus unterschiedlichen Positionen der Weißen. Das heißt also, die 1 bleibt an der Position und ihr wandert mit der Weißen im Prinzip nach oben bis zum Kopffeld. Und das macht ihr dann idealerweise, logischerweise, auch auf der linken, rechten Seite. Also unten links, vom Kopffeld gesehen rechts. Das heißt, ihr baut euch die 1 da drüben auf der Seite auf und geht dann genauso nach oben. Das Ganze kann man nochmal in der Mitte machen, bis nach oben. Eine ganz tolle Übung, um wirklich die Basic Saves wirklich sicherer zu spielen. Und glaubt es mir, das ist ein ganz wichtiger Part dieses Spiels, weil der direkte Schlagabtausch, das Safe-Duell zu gewinnen, ist von der Psyche halt sehr, sehr gut, weil man für sich was entscheidet. Man hat Einfluss auf das, was passiert. Wenn der Gegner eine Partie ausschießt, können wir nichts machen. Wenn wir aber am Tisch sind und wir versuchen, dem Gegner wirklich eine schwere Situation zu hinterlassen, wir können nicht alle Bälle senken. Deswegen ist der Part der Sicherheit, der taktische Bereich, absolut wichtig und auch empfehlenswert, sich damit mal zu beschäftigen.
drei Situationen oder vielmehr drei Varianten auf einer Situation. Klassische Saves, Standard-Saves. Absolut meine Empfehlung. Beschäftigt euch damit und ihr werdet praktisch den taktischen Bereich euch weiterentwickeln. Und das kann matchentscheidend sein. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass der Bereich, wo wir im Schlagabtausch mit unserem Gegner sind, wenn wir da das bessere Ende für uns haben, ist es mental absolut vorteilhaft. Und ihr habt halt in eurem Spiel mehr Möglichkeiten. Also von daher, Safe-Spiel immer wieder auch mit ins Training einbauen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem Training und bleibt mir gesund. Bis dann, euer Christian The Stroke Reimering. Oh.